Im Rückblick wird das Jahr 2022 als der Wendepunkt in der Regierungszeit Wladimir Putins gelten. In den über 20 Jahren seiner Herrschaft zuvor baute er die operative Stellung Russlands in den internationalen Beziehungen kontinuierlich aus. Schon früh hat er eine völkische Ideologie vertreten, die ihn zum Schutzherrn der Russen in allen Ländern dieser Welt erhob. Tatsachen, die sein geschichtspolitisches Narrativ störten, nahm er nicht wahr. Deshalb konnte er sich vor dem 24. Februar 2022 eben vormachen, dass die Ukraine fallen, die Menschen ihm zujubeln und der Krieg in Frist weniger Tage vorbei sein werde. So legte die russische Diplomatie drei Forderungen auf den Tisch. Erstens solle die Ukraine Russland überlassen werden, wie es mit den Forderungen nach Denazifizierung und Demilitarisierung geframed wurde. Zweitens sollten alle ausländischen Truppen aus den ehemaligen Mitgliedstaaten des Warschauer Pakts, also von Polen bis Rumänien, abziehen. Entlang der russischen, belarussischen und ukrainischen Grenze sollten sich die Staaten nur auf ihr eigenes Militär verlassen und damit dem militärischen Druck Moskaus ausgesetzt sein. Drittens sollten die amerikanischen Nuklearwaffen aus Europa abgezogen werden, wodurch die nukleare Abschreckung zwischen den USA und den europäischen NATO-Staaten entkoppelt worden wäre. In den Tagen nach dem 24. Februar hing das Schicksal der EU am seidenen Faden, denn es hätte die EU zerrissen, wenn die Ukraine schnell besetzt worden wäre. Insofern hat die Ukraine die EU vor dem Scheitern bewahrt. Putin hat eine strategisch äußerst vorteilhafte Position Russlands mit einer überoptimistischen Entscheidung zerstört. Russland wird auf absehbare Zeit nicht wieder in die Lage kommen, bestimmenden Einfluss auf sein Umfeld auszuüben, sieht man vom halb annektierten Belarus ab. Obama hatte Unrecht, als er 2014 Russland als Regionalmacht bezeichnete, denn der Einfluss reichte weit darüber hinaus. Putin wird im Rückblick hingegen die Leistung zugeschrieben werden, Russland tatsächlich zur Regionalmacht degradiert zu haben.